Hallo Leute, es ist wieder die Zeit des Jahres, in der wir eure häufig gestellten Fragen beantworten. Und wir fangen mit der neuen Funktion an, die wir bei unseren Mordszelten eingeführt haben. Ihr seht, der Schornsteinausschnitt ist jetzt mit einer Abdeckung geschlossen, die komplett abnehmbar ist. Und warum machen wir das? Weil in früheren Versionen des Zeltes die Abdeckung noch an der Decke befestigt war. Und wenn der Wind aus dieser Entfernung blies, konnte die Abdeckung das Rohr berühren. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir sie komplett abnehmen sollten. Ihr könnt sie jetzt irgendwo in Taschen oder so aufbewahren, denn jetzt wird die Abdeckung viel länger bei euch sein. Manche Leute fragen, ob die Sauna im Mords Sky kälter ist als im klassischen Mords. Ja, ein bisschen, denn es ist transparente Decke hat. Aber diese Decke und das Fenster sind aus Silikonmaterial, das frostbeständig und hitzebeständig ist und speziell für Saunazelte entwickelt wurde. Und unser Ofen im Zelt hält die Temperatur auf dem Maximum, also auf dem Maximum, das möglich ist. Es kann also sein, dass Sie 5 oder 7 Grad verlieren, aber dafür können Sie die schöne Aussicht auf den Himmel oder die Bäume über Ihnen genießen. Wir haben auch angefangen, verschiedene Accessoires zu verkaufen, wie Taschen, Mützen, Kapuzenpullis, verschiedene Sachen für die Sauna, wie Fäustlinge und gesägte Mützen. Und wie Sie sehen können, ist diese Tasche speziell für Flugzeuge gedacht, als Handgepäck. Sie hat eine besondere Größe, so dass man alle wichtigen Sachen mit ins Flugzeug nehmen kann. Manche Leute fragen, ob ich einen Regenschutz benutzen kann, wenn ich in die Sauna gehe. Ja, das kann man. Und der Regenschutz hat ein spezielles Loch für den Schornsteinschnitt. Aber es bringt keine Vorteile, wenn man den Regenschutz beim Saunieren benutzt. Nur wenn Sie, ich weiß nicht, vergessen, sie abzunehmen, ist das kein Problem. Aber es bringt keine Vorteile, wenn man sie benutzt.